vor dem Abendmahl. Test.
darf nicht singen. Man sieht euch auch nicht. Also so wie ihr jetzt gerade steht, ist das nicht im Bild. Gut, bin ich rasiert. Das war ja auch schon der Grund, ja. Genau, also man, ja, vielleicht sie eventuell ein bisschen zu weit nach links rumgehen. Das ist damals der Krieger, der Klaus Graf, der hat so losgespielt. Ja. Der Krieger. Er spielt ja gut. Ja, wie geht's aus? Ich konnte ihn nicht mehr finden. War halt nicht der Schönste aus. Section separat haben wir dann. Ja, aufgenommen. Und dann steht noch ein Dezember-Konzert in Bonn. London ist ganz krass. Das sind so viele Musiker, die da abkacken.
Schweizer eh alles los, ne? Ja, jetzt haben sie auch ein bisschen verschärft, aber zu dem Zeitpunkt war da Da war nur ein Apple da. Da kamen sie mit Thermometer. Ja, ja. Aber in allen anderen Ländern, das haben sie weltweit gemacht bei Apple. Wir feiern diesen Konfirmationsgottesdienst im Namen unseres Gottes, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Bund und Treue ewig hält und das Werk seiner Hände nicht preisgibt. Der Herr sei mit euch allen. So grüßt euch auch untereinander mit dem Gruß des Friedens, wie wir es in jedem Gottesdienst tun, einer zum anderen mit den Worten, der Friede Christi sei mit dir, heute leider ohne Handschlag, aber trotzdem doppelt so herzlich mit einem Lächeln. Ja, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Familien, liebe Paten, wir freuen uns, dass es jetzt endlich klappt. Am 15. März, und das liegt schon lange zurück, da haben wir hier Krisensitzung gehabt in der Kirche und haben überlegt, wie machen wir es denn jetzt unter den jetzigen Bedingungen. Da war überhaupt nicht absehbar, wie es weitergeht. Wir hatten eigentlich gedacht, auch April, Mai, irgendwie klappt das schon wieder. Und zum Glück haben wir alles weit nach vorne geschoben auf den August. Und so freuen wir uns, dass wir jetzt, wie auch schon vor 3 Wochen, mit dem anderen Teil der Gruppe eure Konfirmation feiern können. Hier draußen mit viel frischer Luft und Abstand und vor allem gegenüber dem Kirchenraum mit der Möglichkeit zu singen, was uns im Moment noch nicht erlaubt ist. Aber das wollen wir heute auch kräftig tun, um Gott zu loben dafür, dass er in unserem Leben ist, dass wir ihn erfahren dürfen, dass wir ihn spüren dürfen und dass ihr heute als Konfirmanden das Ja, das in der Taufe schon mal erklungen ist, jetzt in die eigenen Hände nehmt und bekräftigt. Ganz herzlichen Dank an Erik Arndt und Herrn Brohm, die uns heute musikalisch hier begleiten.
Und wir wollen gleich starten mit dem ersten Lied, das wir auch im Stehen singen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Lass uns einen Moment still werden und mit Gott reden. Unser Gott, an diesem Morgen kommen wir zu dir, damit 6 junge Menschen ihr Ja zu dir sprechen. Du weißt, dass es mit unserem menschlichen Ja oft nicht so weit her ist. Darum dürfen wir darauf vertrauen, dass dein Ja uns allen vorangeht. So wie wir es in der Taufe zugesprochen bekommen haben, dass wir dir antworten dürfen, weil du schon längst auf uns Menschen zugegangen bist, um uns zu sagen, dass du uns als unser Schöpfer bejahst und liebst und nimmst, wie wir sind. Daraufhin wagen wir unser Ja zu dir. Daraufhin wagen wir dir mit unserem Leben, mit unserem Tun und allem, was wir sind und haben, zu antworten. Wir bitten dich, segne diesen Gottesdienst. Sei du in unserer Mitte, dass wir dich spüren als den Gott, der unser Leben trägt und begleitet. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Bitte Sie, Platz zu nehmen. Das Evangelium steht bei Lukas im 19. Kapitel. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus,
steige eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Während des Vorspiels zum nächsten Lied wollen wir die Kollekte einsammeln. Sie ist in diesem Gottesdienst für unsere Gemeindestiftung bestimmt, die unter anderem ganz praktisch auch in dieser Zeit gerade dabei ist, dass wir hier unsere Aufnahmen mit Livestream für die Gemeindeglieder, die noch nicht kommen können, für Ältere übertragen und dass wir uns die Ausrüstung dafür zulegen. Ich bitte die Konfirmanden, jede Familie bekommt einen Korb, die Körbe gleich einfach zurückzubringen und hier hinter den Kerzen hinten auf dem Tisch abzustellen. Und ich werde gleich beim Vorspiel einmal rundgehen und von jeder Familie ein Foto machen, von jedem Pavillon, damit sie dann hinterher auch ein schönes Bild haben. Also lächeln Sie einmal mir entgegen, wenn ich die Runde mache. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Familien, eure Konfirmation begleitet heute dieses starke, ausdrucksvolle Bild der Bibel, mit dem wir uns bei unserem allerletzten Treffen beschäftigt haben, von einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Dieses Bild habt ihr vorne auf dem Liedzettel, aber ihr habt es auch auf den Kerzen, die ihr selber gestaltet habt für diese Konfirmation. Im Prophetenbuch Jeremia heißt es, gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Selbst wenn die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt,
sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ich habe euch die wichtigsten Worte aus diesem Text im Liedheftchen fett gedruckt. Und drei von diesen Worten möchte ich euch, drei Stichworte zu eurer Konfirmation mitgeben. Das allererste Wort, gesegnet, gesegnet sein. Das zweite, am Wasser gepflanzt sein. Und das dritte, Früchte bringen. Also erstens, gesegnet. Schon das allererste Wort in diesem Text, finde ich, ist ein ganz gewichtiges. Ihr seid gesegnet. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt. Euch wird gesagt, du, Sophie, bist gesegnet. Du, Amita, gesegnet. Samantha, gesegnet. Lukas, du bist gesegnet. Dana, du bist gesegnet. Und Sebastian, du bist gesegnet. Ihr bekommt ja im Alltag von den Eltern, von den Lehrern, auch manchmal von mir, alles Mögliche gesagt, was ihr so sein und machen und tun sollt. Aber hier kommt einfach erst einmal ohne Vorbedingung eine Zusage. Du bist gesegnet. Und das erinnert daran, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Er hat sie nicht zuerst kritisiert, verbessert, auf ihre Fehler hingewiesen, so wie wir das eigentlich doch immer ganz gerne mit anderen tun, sondern er hat Menschen zuerst einmal darauf aufmerksam gemacht, entdeckt das doch mal, ihr seid gesegnet. In eurem Leben gibt es Segen und Reichtum zu entdecken. Ihr seid etwas Besonderes mit dem, was Gott euch mitgegeben hat, was er in euch hineingelegt hat. Und das hat er den Menschen zugesprochen, selbst wenn sie das selbst von sich manchmal gar nicht so geglaubt haben. Gesegnet, dieses erste Wort, schickt euch damit auf die Suche. Wodurch bin ich eigentlich in meinem Leben gesegnet, sollt ihr euch fragen. Und ich glaube, da gäbe es eine Menge zu entdecken. Eure Familien zum Beispiel, die mit euch hier sind, die euch heute begleiten. Die Freundschaften, die ihr habt. Auch einfach die Gesundheit, dass wir heute hier alle miteinander sitzen, was ja in diesen Tagen auch nicht so ganz selbstverständlich ist und uns ja in der einen oder anderen Form in den letzten Tagen auch nochmal geschreckt hat, auch an den Zülpicher Schulen hier. Ich bin gesegnet auch ein Leben in Freiheit. Auch das ist ja nicht selbstverständlich, wenn wir daran denken, wie es in manchen anderen Ländern im Moment zugeht. Eine unserer Solistinnen von unserem schönen Konzert, das wir am 20. September hier haben, ist Weißrussin und im Moment noch in Minsk. Und wir wissen gar nicht, ob sie hier zurückkommt. Da geht es ja doch im Moment ziemlich rund. Im Moment sagen sogar einige, dass die Schule ein Segen ist, wenn sie dann endlich mal wieder geregelt stattfindet und man nicht mehr zu Hause rumhängt. Auch das sind Worte, die man früher vielleicht nicht so oft gehört hat, aber plötzlich merkt man, dass sogar das ein Segen sein kann. Fragt euch also einmal selber, würdet ihr das so sagen? Ich bin gesegnet. In amerikanischen Gottesdiensten wird man manchmal aufgefordert, so habe ich es in Amerika erlebt, count your blessings. Zähle die Segnungen, mach dir einfach mal bewusst, was Gott dir in deinem Leben geschenkt hat. Bei allem, was dir vielleicht auch hier und da fehlt, bei allem, was dich bedrückt, bei allem, was schwierig ist im Leben. Segen entdecken, ich glaube, damit fängt Glaube an Gott überhaupt erst an. Spüren, dass ich bei all meiner Tatkraft, mit dem ich mir mein Leben schaffen und einrichten kann, doch das meiste eigentlich irgendwie nur empfangen habe. Mehr ist Glaube eigentlich nicht, als dass wir das erkennen und dass wir das fröhlich sehen und dankbar annehmen. Doch vielleicht ist es schon etwas mehr, dass wir nämlich den sehen und dem antworten, der solchen Segen auf unser Leben legt. Ihr werdet gleich noch einmal ganz speziell gesegnet. Ich lege euch die Hand auf als sichtbares Zeichen, dass Gott euch das sagt, du bist gesegnet. Und wenn ihr das, dieses Bewusstsein, das, was in diesem ersten Wort steckt, mitnehmt aus dem Konfirmandenunterricht, diese Zuversicht, wie Jeremia es mit einem anderen dick gedruckten Wort sagt, dann habt ihr eigentlich das Wichtigste aus dem Unterricht mitgenommen, auch wenn ihr vielleicht viele, viele Sachen, die wir so gemacht haben, gar nicht mehr hinterher so genau wisst. Also als erstes gesegnet sein.
Und dann kommt das Zweite, am Wasser gepflanzt sein. Wer sich auf Gott verlässt, ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Wasser hinstreckt. Selbst wenn die Hitze kommt, seine Blätter bleiben grün. Ich denke, neulich, ist ja noch nicht so lange her, vor 2, 3 Wochen, bei 30 Grad im Schatten oder 35 oder was es erreicht hat, da versteht man dieses Bild vom Baum am Wasser noch besser. Ein Baum, der kein Wasser bekommt, der vertrocknet schnell. Und vielleicht habt ihr es auch gesehen, wenn man hier durch die Eifel fährt, so ein bisschen durch die Wälder, da gibt es ja ganze Felder, die abgestorben sind, dort wo Fichten stehen, die viel Wasser brauchen, aber keins bekommen haben. Da gibt es nur noch tote Baumkronen und die letzten 2 Sommer und der diesjährige haben ihnen dann den Rest gegeben. Ich denke, so ein bisschen wie abgeschnitten vom Wasser haben sich vielleicht in den letzten Wochen und Monaten ja auch manche von uns gefühlt. Als uns so manches Gewohnte gefehlt hat, der Kontakt zu Freunden, zu Mitschülern, zu Arbeitskollegen, in der Familie, zu Großeltern, einfach der normale Alltag, ein Händedruck, eine Umarmung, plötzlich war das weg. Wie es ohne Wasser kein Leben gibt, so ja auch ohne Nähe zwischen Menschen auch kein Leben. Also am Wasser gepflanzt sein, was heißt das? Ich denke, ihr kennt eine Reihe biblischer Geschichten, Kerngeschichten, wo Menschen auch irgendwie so wie vertrocknet da sind, aber plötzlich aufblühen und grünen. Zachäus, der Zöllner, den wir eben gehört haben im Evangelium, der sitzt sozusagen auch auf dem Trockenen. Keiner will mit ihm noch etwas zu tun haben. Aber Jesus hält ihm nicht vor, was er alles falsch macht, seine Geldgier, seine Rücksichtslosigkeit anderen gegenüber, sondern er macht was ganz Unerwartetes. Er ehrt diesen Zöllner mit seinem Besuch. Er setzt sich mit ihm an einen Tisch und zeigt ihm so, was kein frommer Jude machen würde: Du bist nicht ausgeschlossen. Ich habe einen Bonbon. Jesus geht zu dem Zöllner hin und ein frommer Jude würde sich nie mit so einem Zöllner und Sünder an einen Tisch setzen. Aber er sagt, ich muss bei dir einkehren. Ich muss bei dir einkehren. Und dieses Muss ist das Muss Gottes, weil Gott eben nicht anders ist und sein will als einer, der auf Menschen zugeht und sagt, ich nehme euch so, wie du bist. Und er zeigt ihm, du bist trotz allem ein gesegneter Mensch. In deinem Leben ist mehr möglich als die anderen und als du selber vielleicht gedacht hast. Und dann wird dieser Zöllner ein anderer Mensch. Er entfaltet Seiten an sich, die er noch gar nicht gekannt hat. Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, dem gebe ich es vierfach zurück, sagt er. Und wenn ihr euch an den Jesus-Film erinnert, diese Verfilmung des Lebens Jesu, den wir gesehen haben miteinander, dann sah man diesen kleinen Zachäus, der ja auf den Baum klettern musste, weil er über die anderen nicht drüber guckte, wie der plötzlich entspannt, erleichtert ist, wie dem ein fröhliches Lachen ins Gesicht geschrieben ist, weil er gemerkt hat, ich bin ein gesegneter Mensch und ich darf wieder wie ein Baum sein, am Wasser gepflanzt. Ich kann meine Wurzeln wieder zum Wasser hinstrecken. Meine Blätter bleiben grün, wie Jeremia es so schön im Bild sagt. Der Kontakt mit Jesus hat ihn verändert. Das war wie Wasser, das er zum Leben brauchte. Und darum ist es auch wichtig, dass ihr Konfirmanden als junge Christen in einer Gemeinde steht, in einer Gemeinschaft, in der wir diesen Kontakt zu Jesus Christus halten. Für viele ist die Konfirmation oft ja auch schon wieder ein Ende des Kontaktes zu Gott. Aber es liegt an euch, ob das ein Doppelpunkt ist, auf dieser Segensspur zu bleiben, sich weiter von Jesus inspirieren und begleiten zu lassen. Darum bitten wir euch, sucht euren Platz in dieser Gemeinde, wo ihr hingehört. Erkundet mit anderen Jugendlichen, wo wir miteinander unsere Wurzeln zum Wasser hinstrecken können. Gesegnet sein, am Wasser gepflanzt sein und nun ganz kurz zum Schluss Früchte bringen. Das ist auch wichtig, Früchte. Denn wer so ist, gesegnet, mit Jesus verbunden, am Wasser gepflanzt, der bringt Früchte.
Wer mit Gott in Verbindung bleibt, der wächst über sich hinaus. Der grünt und blüht nicht nur für sich selber, dem geht es nicht nur mit sich gut, sondern der lebt auch so, dass andere davon etwas abbekommen. Der gibt etwas weiter und lässt andere teilhaben. Wir haben das ja miteinander ein bisschen beispielhaft probiert. Ihr erinnert euch im letzten November, als wir unser Diakoniepraktikum gemacht haben. Wir haben Menschen besucht in Seniorenheimen hier in Zülpich. Wir waren in unserem Heim für Gehörlose, das direkt hier hinter unserem Garten angrenzt und von dem wir manchmal ein bisschen die Bewohner auch vielleicht hören. Wir haben uns versucht, ein bisschen in ihr Leben hineinzuversetzen, auch die Grenzen und Schwierigkeiten, denen sie in ihrem Leben ausgesetzt sind. Und vielleicht haben wir dabei nochmal ganz bewusst gesehen, wir sind mit unserem Leben gesegnet und wir können Früchte bringen, anderen etwas mitgeben, ein bisschen Freude teilen, den Weg Jesu weiterleben und weitergeben. Genug zu dem Jeremia. Traditionell gibt es zum Abschluss der Konfirmationspredigt alles Gesagte immer, du wirst dich vielleicht noch von deiner Konfirmation erinnern, in Form einer Tüte, die jeder mitbekommt. Ich weiß nicht mehr, was damals drin war. Weiß auch nicht mehr. Es sind immer drei Dinge in der Tüte. Als erstes gibt es immer eine Osterkerze. Das ist die kleine Schwester von der großen dort vorne, die man sich vielleicht einfach in einem Moment, wo man den Kontakt zu Gott sucht, anzünden kann, als Zeichen dafür, dass Jesus sagt, ich bin da. Ich bin da, ich begleite dich und dein Leben und wenn du mich brauchst, dann höre ich dich. Als zweites hat Patrick euch einen Einladungszettel hineingetan zum CVJM, unserem Jugendarbeitsverband, damit ihr mit dabei sein könnt, vielleicht in unserer Gemeinde mitgestalten, das Leben unserer Gemeinde für junge Leute, ob das nun beim Treffen im Jugendheim ist, mittwochabends, beim Austoben, beim Sport, bei Mitgestaltung von Jugendgottesdiensten, die dann auch nicht sonntagmorgens um diese unmögliche Zeit 10 Uhr stattfinden, sondern eher an einem Freitagabend oder so. Ob ihr vielleicht zu Mitarbeiterkursen wollt, weil ihr sagt, wir möchten selber einmal Konfirmanden, Kindergottesdienst, Kinder, eine Jugendgruppe mit auch verantwortlich leiten und begleiten. Ja, und als drittes gibt es den Predigttext immer in essbarer Form, weil Liebe immer durch den Magen geht. Und ja, ich habe überlegt, ihr seid von Gott gesegnet, ihr seid nah am Wasser, ihr wisst jetzt, wo wir das Wasser herkriegen und ihr könnt viele Früchte bringen. Und viele Früchte, das sind Tutti Frutti. Ja? Das möchten wir euch mitgeben als Gruß, dass ihr daran denkt. Ihr seid so gesegnet, dass ihr Tutti Frutti, viele Früchte bringen könnt und lasst sie euch auf der Zunge zergehen und so schön bunt und süß, wie sie sind, soll ja eigentlich auch unser Leben sein. Wir wünschen euch also, dass ihr bleibt gesegnet, am Wasser gepflanzt, in der Verbindung mit Jesus Christus und dass ihr viele Früchte bringt. Und wenn sie mal alle sein sollten, ich glaube, bei uns gibt es auch immer nochmal Nachschub dafür. Amen. Wenn Sie etwas zu trinken haben möchten, wenn das hilft. Haben Sie? Okay, wunderbar. Sonst haben wir nämlich hier noch für Notfälle was. So, jetzt haben wir lange zugehört. Jetzt können wir auch miteinander wieder singen. Und vielleicht machen wir so, dass wir aufstehen zum nächsten Lied. Dann kommt der Kreislauf auch noch ein bisschen in Gang. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Thank you.
Ja, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wir laden euch nun ein, dass ihr eure Taufe, die bei fünfen von euch lange zurückliegt, bei Amita war es im Februar, dass ihr diese Taufe noch einmal ganz bewusst in eure eigenen Hände nehmt. Ihr habt Eltern und Paten, die euch begleiten, aber ihr seid nun erwachsen, erwachsen auch im Glauben. Sonst könnt ihr euch noch ein bisschen Zeit lassen damit. Und könnt selber sagen, ja, das, was mir zugesprochen wurde in meiner Taufe, das möchte ich in meine Hand nehmen, da möchte ich etwas draus machen, diesen Segen, den möchte ich auch haben, den möchte ich auch in meinem Leben leben und ergreifen. Darum fragen wir euch nun, und ich gehe mit den Konfirmationsfragen an euch ein bisschen an den Worten des Jeremia entlang. Ich darf euch vielleicht bitten, dass ihr einfach einen großen Schritt aus dem Pavillon heraus nach vorne macht, damit wir euch gleich bei eurer Antwort so richtig gut miteinander hören können. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, mit eurer Konfirmation sagt ihr bewusst Ja zur Taufe. Darum fragen wir euch nun, glaubt ihr, dass Gott euch in eurem Leben gesegnet hat? Dass er euch als euer Freund begegnet und auf euer Gebet antwortet, so antwortet gemeinsam, ja, ich glaube. Vertraut ihr darauf, dass wir in den Worten Jesu und in seinem Leben und Sterben für uns das Wasser finden, das uns belebt, das uns Kraft gibt und uns zum Guten wachsen lässt, so antwortet gemeinsam, laut und kräftig, ja, ich vertraue. Seid ihr bereit, mit eurem Leben gute Früchte zu tragen, indem ihr mit euren persönlichen Gaben unsere Gemeinde und das Leben in dieser Welt mitgestaltet? So antwortet gemeinsam, ja, ich will. Gott hat euer Versprechen gehört und er freut sich über jeden, der zu ihm kommt. Und wir alle, die wir hier miteinander sind, haben ja in unserem Leben und Glauben nie ausgelernt. Darum wollen wir uns miteinander immer wieder ermutigen, Gottes Willen zu erkennen. Und damit ihr wisst, dass ihr mit dem, was ihr gerade versprochen habt, nicht alleine steht, frage ich auch euch anderen als ganze Gemeinde. Wisst auch ihr euch von Gott gerufen, um seine Liebe mit eurem Leben zu bezeugen? Und wollt ihr diesen jungen Menschen das Vertrauen zu Gott vorleben, damit ihr Glaube daran Orientierung findet? So antwortet auch ihr gemeinsam, ja, mit Gottes Hilfe. Ich glaube, ihr habt einen kräftigen Chor im Hintergrund, der euch unterstützt. So wollen wir alle miteinander, Junge und Alte, das Glaubensbekenntnis sprechen, das moderne Glaubensbekenntnis, das in dem Zettel abgedruckt ist. Dazu könnt ihr wieder an euren Platz treten, denn das müsst ihr bitte im Liedheft mitlesen. Wir bekennen gemeinsam. Wir glauben an Gott, den Vater, den Ursprung von allem, was geschaffen ist, die Quelle des Lebens, aus der alles fließt, das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft. Wir glauben an Jesus Christus, den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria geboren, der Kinder segnete und Menschen in Bewegung brachte, der Leben heilte und Grenzen überwand. Er wurde gekreuzigt, doch in seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen und uns zur Liebe befreit.
Er ist mitten unter uns gegenwärtig und ruft uns auf seinen Weg. Wir glauben an Gottes Geist, Weisheit von Gott, die wirkt, wo sie will. Gottes Geist gibt Kraft zur Versöhnung und schenkt Hoffnung, die auch der Tod nicht zerstört. In der Gemeinschaft der Glaubenden werden wir zu Schwestern und Brüdern, die nach Gerechtigkeit suchen. Gemeinsam gehen wir Gottes Reich entgegen. Amen. Bitte, nehmt wieder Platz. Ja, so wollen wir euch nun das zusprechen, Gottes Segen, euch jedem Einzelnen beim Namen nennen, damit ihr Gottes Segen empfangt. Und so darf ich zu mir bitten als erstes Dana Bunsen und Samantha Krieg. Dana, du hast dir als Geleitwort, als Konfirmationsspruch ausgesucht aus dem Markus-Evangelium: Fürchte dich nicht, glaube nur. Samantha, ein Wort aus Psalm 43. Gott, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Lasst euch Gottes Segen zusprechen. Samantha, der Gott aller Gnade, der dich berufen hat, er wolle dich, Dana, auch gründen und bewahren zum ewigen Leben. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Dann bitte ich Sebastian Klinkhammer und Lukas Frings. Sebastian, ein Wort aus dem 1. Samuel-Buch im Alten Testament. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Lukas, ein Wort aus Psalm 91. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. So lasst euch Gottes Segen zusprechen. Der Gott aller Gnade, der euch in der Taufe gerufen hat, er wolle euch im Glauben gründen, stärken und bewahren zum ewigen Leben. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dann bitte ich Sophie Feist und Amita Arefinesat zu mir. Sophie, ein Wort aus dem 1. Petrusbrief. Alle Sorgen werft auf ihn, denn Gott sorgt für euch. Amita, aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 17, nicht ganz unbekannt. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt.
euch Gottes Segen zusprechen. Es segne und behüte euch Gott, der allmächtige und barmherzige, der euch in der Taufe gerufen hat. Segne euch und behüte euch zum ewigen Leben. Schenke euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Genau, jetzt bitten wir euch alle noch einmal, dass ihr diesen schönen Halbkreis, den wir eben gebildet haben, hier vorne noch einmal bilden miteinander. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wir begrüßen euch im Namen des Presbyteriums als konfirmierte Mitglieder in dieser Gemeinde. Ihr seid nun berechtigt, das Patenamt zu übernehmen oder auch die Gemeindeleitung mitzuwählen. Unsere Gemeinde wird immer für euch da sein. Aber Gemeinde kommt von Gemeinschaft. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mit allen Gaben, die Gott euch mitgegeben hat, diese Gemeinde mitgestaltet. Gestaltet einfach das Leben in dieser Gemeinde. Bleibt mit uns auf dem Weg in der Nachfolge Jesu. Dazu segne euch Gott. Und damit das gelingt, wollen wir Fürbitte vor euch halten. Und dann darf ich Angelina mit dazu bitten und Frau Frings, die eine Fürbitte mitsprechen. Und den Patrick. Wir wechseln uns ein bisschen ab mit Abstand. Wir wollen zum Fürbittengebet aufstehen. Herr unser Gott, du hast unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden unverwechselbar erschaffen und jeden in seinem Leben gesegnet. Hilf ihnen und uns allen, deinen Segen in unserem Leben zu entdecken und wertzuschätzen. Gemeinsam bitten wir, Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Herr Jesus Christus, in der Verbindung mit dir bekommen wir neue Kraft und neue Impulse für die Herausforderung unseres Lebens. Mit dir bleiben wir ein Baum am Wasser gepflanzt. Sprich uns in unserem Leben an und gib uns ein Herz, das hört. Gemeinsam bitten wir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle schwierigen Situationen, in denen sie dich besonders brauchen. Sei du der gute Berater und Freund an ihrer Seite. Gemeinsam bitten wir, Herr, erhöre uns. Unser Gott, manchmal verlieren wir dich im Leben aus den Augen. Dann gib du den Anstoß, deine Nähe von Neuem zu suchen und dich neu zu finden. Gemeinsam bitten wir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich, dass die Konfirmanden durch dich ihren Weg durchs Leben meistern, dass sie lernen, gute Entscheidungen zu treffen und in den Höhen und Tiefen nie die Zuversicht verlieren, dass es dich gibt und du sie leitest. Gemeinsam bitten wir, Herr, erhöre uns. All unsere persönlichen Wünsche für jeden einzelnen Konfirmanden, für jede einzelne Konfirmandin bringen wir vor dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Angelina, halt es mal an. Ja, ich denke, ich tue das jetzt, wo ihr mit mir hier gemeinsam steht, auch in eurem Namen, dass wir nämlich ganz herzlich Danke sagen möchten der Angelina und der Stella, die heute nicht da ist, die euch in eurem Konfirmandenjahrgang begleitet haben und auf Konfirmandenwochenenden und die viel Engagement und Zeit eingebracht haben. Liebe Angelina, ganz, ganz herzlichen Dank. Du bist ja sogar bei der neuen Konfirmandengruppe wieder mit dabei. Das ist ja auch ein Weg, Früchte zu bringen. Und ja, vielleicht hat auch jemand von euch Lust, irgendwo demnächst mal uns zu unterstützen und mit einzusteigen. Und als kleines Dankeschön für dein Engagement möchten wir dir das überreichen. Und ich glaube, wir geben ihr mal einen kleinen Applaus, oder? Ja. Danke. Und ihr könnt auch gerne wieder Platz nehmen.
Ja, die Segensbitte, die wir zugesprochen haben, nehmen wir auf mit dem Lied Geh unter der Gnade. Wie Jesus sich mit erfolgreichen, aber auch gescheiterten Menschen, mit Demütigen wie Stolzen an einen Tisch setzte, um mit ihnen das Abendmahl zu feiern, so sind auch wir eingeladen an den Tisch Jesu. Zum Abendmahl können alle die kommen, die Freiheit von ihrer Schuld und Frieden für ihr Leben suchen. Beides will uns Gott schenken, wenn wir das Wort der Verheißung hören und Brot und Kelch empfangen. Und so erinnern wir uns, in der Nacht, als unser Herr Jesus Christus verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. So kommen wir nun zu deinem Tisch, Herr. Wir öffnen unsere Hände und unsere Seele für Brot und Wein, für Leben und Heil. Segne du die Gaben, die wir teilen. Sende deinen Heiligen Geist herab in unsere Mitte, dass er unseren Worten Kraft gibt, unserer Liebe Bestand und unserer Hoffnung einen festen Grund.
So beten wir gemeinsam mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir möchten Christen aller Konfessionen ganz herzlich einladen, am Abendmahl jetzt teilzunehmen. Aufgrund der gegenwärtigen Beschränkungen feiern wir es nur mit Brot, nicht mit dem Kelch auch, also ein bisschen wie unsere katholischen Geschwister es tun. Und wir bringen das Abendmahl jeweils zu den Pavillons zu Ihnen hin. Bleiben Sie bitte einfach zur Feier des Abendmahls stehen oder wenn Sie nicht daran teilnehmen möchten, setzen Sie sich, dann können wir das erkennen. Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich unser Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Ja, Sie stehen noch so schön, dann bleiben wir auch stehen, zum letzten Lied, das wir miteinander singen. Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. Bei diesem letzten Lied, die Konfirmanden wissen das, gibt es eine Stelle, wo man klatschen kann, besser gesagt zwei Stellen. Ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen, mit Zettel in der Hand und trotzdem noch. Ja, wir singen es mal einmal vor, glaube ich. Es hat nur eine Strophe, das heißt, man kann es auch einfach wiederholt singen, bis die Sonne untergeht oder auch vorher stoppen. Groß ist unser Gott.
Einen Durchgang machen wir noch, jetzt klappt es ja langsam. Das ist unser Gott, Herr der Ewigkeit, der allein regiert, immer Raum und Zeit. Souverän, Herrscher, Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält. Sein Wort gilt für alle Zeit. Ja, ich hoffe, Sie sind jetzt schon ein bisschen in Schwung gekommen, dass Sie gleich schwungvoll den Tag weiter in Angriff nehmen. Ich darf nur Folgendes ansagen. Die Ausgangskollekte, die wir dort vorne am Gitter, die steht sie, sammeln, ist für die Integrations- und Flüchtlingsarbeit der evangelischen Kirche bestimmt. Und wir machen es gleich so, dass wir Sie bitten, wenn wir mit den Konfirmanden ausziehen, dass Sie hier noch an den Plätzen bleiben. Wir machen einmal ein Foto vor der Kirche, das Sie auch dann bekommen können. Da müssen jetzt nicht alle mitgehen, fotografieren. Wir kommen dann noch einmal zurück für ein schönes Foto hier vor dem Altar. Die Sonne kommt ja auch, wie gerufen, genau im richtigen Moment raus. Und dann können Sie nach dem Gruppenfoto auch gerne noch in kleineren Kombinationen, familiären Kombinationen hier auch Fotos machen. Beim Hinausgehen bitten wir Sie dann auch wieder, die Masken, leider müssen wir es ja tun, dann aufzusetzen. Und wenn dann ganz am Ende noch irgendjemand ein bisschen uns hilft, die Stühle, die wir haben, vielleicht wieder da an der Seite, an der Holzwand aufzustapeln, sind wir auch nicht böse. Gut, dann wollen wir miteinander Fürbitte halten und zum Schluss um Gottes Segen bitten. Ja, wir haben das ja eben schon geübt. Wir antworten immer wieder auf die Fürbitten. Herr, erhöre uns. Unser Gott, wir danken dir für Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist eine große Einladung an uns. Wir danken dir für die Gemeinschaft an deinem Tisch, die uns verbindet und stärkt. Für die Worte Jesu, die uns Kraft und Mut geben. Für deine Vergebung, die uns für neue Wege frei macht. Herr, erhöre uns. So bitten wir dich, lass uns in Jesus Christus und in seiner Nachfolge verbunden bleiben, auch wenn unsere Konfirmandenzeit jetzt endet. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns. Schenke uns allen einen lebendigen Glauben, der sich im Alltag bewährt und uns Kraft und Mut gibt, deinem guten Willen zu folgen. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich, dass wir dich nie aus den Augen verlieren, wenn es uns schlecht geht, aber auch nicht, wenn es uns gut geht. Gib uns die lebendige Verbindung zu dir im Gebet und im Hören. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für deine Kirche auf der ganzen Welt. Schenke ihr Mut und Fantasie, alle Spaltungen zu überwinden und ein Zeichen deiner Liebe in dieser Welt zu sein. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns. Das alles bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. So, lasst uns Gott um seinen Segen für uns und für diese Welt bitten. Gott, der Herr, segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch und dieser ganzen Welt seinen Frieden. Bitte ich euch Konfirmanden jetzt zum Auszug, dass ihr euch mir wieder anschließt.